Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche in den Survival-Wochen. Ja Leute, diesmal gucken wir uns das Spiel Keep Up Survival an. Ich habe das Ganze mal vor einem Jahr angezockt. Da haben wir ganze 55 Minuten im Stream gespielt. Da war es anscheinend noch nicht so geil. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Vielleicht gleich, wenn wir mal reinschauen. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe jetzt gerade mal so ein paar Settings gemacht. Also das Menü hier sieht super aus, gefällt mir richtig gut. Ja, wie man sieht, aktuell Great Game Survival Open World. Wir können nach einem offenen Server suchen und wir können halt ein Spiel laden. Ansonsten gibt es hier ein Guide, Overview Guideline, a little interaction to get you started. Das werden wir gleich auch mal machen. Ansonsten gibt es hier noch eine Database. Boah, können wir uns alle Items anschauen. Das sieht auch wieder nach einer Menge aus, wenn ich hier mal scrolle. Komm mal Erinnerungen Road to Eden hoch. Crafting Database. Ja, einfach, ihr habt halt Databasen. Ja, einfach quasi ein Wiki. Aber es ist ja vielleicht, wir können ja mal ganz ein bisschen ernsthafter gucken. Es ist ja schon mal ein kleiner Cooking. Okay, Schmiede zählt unter Cooking. Aber ihr seht schon, eine Menge Kleidung, ein bisschen was an Essen. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen was gegeben, würde ich sagen. Loot Spawn haben wir hier auch noch. Mit Spawn-Chancen sogar angegeben. Okay, ich bin sehr gespannt. Auch Settings ist ganz schön aufgebaut, hier das Menü, da kann man nichts sagen, also ist ja was anderes als Englisch eigentlich. Ach, guck mal. Viel, viel schöner wie bei Road to Eden, ne? Road to Eden, aber zu dem Game kommen wir definitiv auch noch in den Survival-Wochen. Steuerung, ja, ich habe schon die Tastenbedingungen eingestellt, so ein bisschen. Videooption, aber alles so vom Menü her sehr schön gemacht. Da kann man gar nichts sagen. Audio halt auch. Also wie gesagt, so Menü ist halt echt, echt schick gemacht, ne? Also da kann man gar nichts sagen. Ich weiß nicht, ob uns jetzt hier irgendwie ein kleines Anzocken passiert oder ob wir einfach nur was zum Lesen haben. Ja, nur was zum Lesen hier, okay. Start, du musst einen Stein und Faser sammeln, um die Option Steinhacke Menü Handwerk auszuwählen. Jetzt kannst du Rohstoffe, Holzsteine, Bären und vieles mehr sammeln. Ja, ja gut, das werden wir schon alles herausfinden, wa? Okay, wir machen natürlich ein Survival-Spiel. Spiel erstellen, überleben, offene Welt. Einzelspieler, hier ist. Passwort, nö. Nö, wir spielen offline. Automatisch speichern, 15 Minuten ist okay. Name. Ich weiß nicht, was der will. Wir machen einfach ganz. Geben Sie dem Server ein wenig Zeit zum Laden, bevor wir Freunde beitreten. Okay, also man könnte also auch einen Server erstellen. Das ist schon mal nice. Karten gibt es 3 Stück. Beziehungsweise, ich glaube, sonst nur Lost Island. Das ist die Map, die, glaube ich, die Standard-Map. Die anderen beiden kosten jeweils 3,99. Wenn ihr die dabei kaufen wollt, aktuell kostet es irgendwie, glaube ich, 13 Euro das Spiel. Ich weiß aber nicht, was es kostet, wenn ihr das Video seht, wa? Das kann ich euch nicht sagen. Ich werde euch natürlich die Standard-Map zeigen. Weil das ist halt das, was dann auch dabei wäre. Ansonsten haben wir nichts zum Einstellen hier. Wieder 1 von 1, Survival-Sitzung ist geschlossen, Passwort, bla, diesmal ist das Abenteuer für dich und deine Zwillingsschwester auf ein Containerschiff gebracht. Aufgrund eines großen Sturms auf See kennt also der Containerschiff. Und ihr habt euch aus den Augen verloren, ihr seid auf einer längst verlassenen Insel gestrandet. Die Insel ist für ihre Flüche und Krankheiten bekannt und Archäologen haben eine sehr alte Gruft ausgegraben. Innerhalb weniger Tage wurden alle Menschen auf dieser Insel krank und starben. Tiere mutierten zu großen Kreaturen, niemand wollte diesen Menschen zu Hilfe kommen. Sie sind nun auf sich allein gestellt.
Okay, kann man ein bisschen schlecht lesen hier. Das ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Sollte man einfach mal ein bisschen dunkel hinterlegen. Ist natürlich noch Early Access und sehr laut gerade. Zumindest Hintergrundmusik muss nicht so laut sein. Okay. Machen wir das mal so. Okay, dann werde ich es mal eben für euch nochmal wieder ein bisschen lauter machen. So hoffe ich, passt es. Gut. Okay, bewegen ist schon mal tricky. Ich muss auf jeden Fall mich mit der Maus, wenn ich Maus, also wie bei Herr der Ringe quasi, wenn ich der Maustaste gedrückt halte, kann ich meinen Charakter bewegen, sonst nicht. Also hier, sonst ist die Maus frei. Also das ist schon sehr tricky. Also das wird auf Dauer... Ah, okay. Okay. Wow. Okay. Hallo? Also sehr komisch gerade. Also mal dreht sie sich mit hier. Ja. Okay, jetzt dreht sie sich doch mit. I don't know. Ich habe halt mal den Mauszeiger hier. Ich weiß, seht ihr den Mauszeiger? Ja, ne? Mal wird er angezeigt. Mal nicht. Also. Weiß ich auch nicht. Das ist schon mal ein bisschen tricky. Sonst mache ich bei den Spielen ja immer die Empfindlichkeit runter. Ich mache es hier mal ein bisschen höher. Wir gucken mal. Naja, gut. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Dass es dann auch so ein bisschen verschwommen ist, das ist schon ein bisschen tricky. Und was auch ein bisschen tricky ist, ihr seht so, man sieht es kaum, das Menü, ne? Also, hier ist es ein bisschen besser, weil es da ein bisschen dunkler ist. Okay, sie hebt den Müll dann auf. Okay, ich erinnere mich so ein bisschen hier dran, das mit den Containern und so. Ich weiß halt auch nicht, ob wir den ganzen Mist brauchen. Wir haben auf jeden Fall ein Gewichtssystem, wie man sieht. Wir haben eine Gesundheitsanzeige, wir haben eine Hunger- und eine Durstanzeige. Was haben wir hier? Auf jeden Fall laute Soundeffekte, alte Wasserflasche. Dann haben wir nochmal Müll. Hier immer aber ein Campfeuerchen. Hier könnten wir direkt was mischen. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwas zum Anzünden brauchen. Pilze. Die können wir wahrscheinlich kochen. Das Problem ist, wenn ich Shift gedrückt, mit Shift drüber ziehe, dann packt das gleich unten in die Leiste. Das muss natürlich auch nicht sein. Okay, wir haben aber auch so ein begrenztes Inventar, wie es aussieht. Also Slots und Gewicht. Also doppelt begrenzt, das ist natürlich schon hart. Und irgendwie, umso näher man geht, umso schneller wird die Maus. Ich muss das hier auf jeden Fall mal in die andere Richtung machen. Ich weiß nicht, warum er gerade immer Mauszeiger gemacht hat. Vielleicht braucht das Spiel ein bisschen, weil ich im Fenstermodus spiele. So. Ja, das sieht gut aus.
Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Stein und eine und ein Holz wahrscheinlich. Oder Fasern man das, ne? Also grafisch kann man nicht meckern. Grafisch kann man nicht meckern. Ich will jetzt hier mich gar nicht eigentlich zumüllen mit irgendwelchen Loot, ey. Was war das denn? Ach so. Hi, du Penny. Hier, Fasern. Sowas suchen wir doch. Fahne. Okay. Ja, die können wir bestimmt auch ernten. Hier ist Pause. Da will ich nicht hin. Okay, mein Umbelegen auf Tab, von wegen Inventar, funktioniert gar nicht. Das muss ich mal eben ändern. Da hat er nämlich auch gemeckert gehabt, wo ich das auf Tab gelegt habe. Es war halt auf I, weil Tab irgendwie Scoreboard wäre. Wow, jetzt habe ich es auf I gemacht und dann macht das auf, oder was? Alter, alles Klärchen. Ja, wo können wir denn was craften hier? Okay. Aber da gibt es doch bestimmt auch Shortcuts. Habe ich doch gerade gesehen gehabt hier. Building Menü. E. Aber E ist wahrscheinlich nicht Crafting Menü, oder? Warte mal. E passiert gar nichts. Q auch nicht. Building Menü, ja, sonst haben wir auch nichts. Keine Ahnung. Chat Free. Achso, wir hatten irgendwo, hatte ich noch was mit Kamera gelesen. Show Username. Also Building ist E und Q. Fast Loot Left Shift. Fire Switch, klar, Kamera ist V und T, können wir noch ausprobieren. Vielleicht können wir auch in First Person gehen. Hide Hut ist H. Open Map habe ich auf X gelegt, wie immer. Ja, das war's. Okay. Das ist unsere Map. Okay, hier haben wir's. Ach, das Campfire sind Safe Zones, oder was? Sulfur, Depoid. Okay, das sind irgendwelche POIs dann hier. Okay. Menü U plus Alt. U plus Alt, Alter. J. J ist so soziales Zeug. Ja, I don't know. Ihr seht, Gilde, Gruppe und so weiter, also. Naja, gut. Legen wir los. Craften. Craften können wir eine Handfackel, eine Armbrust, ein Holzbogen, Bolzen, Steinaxt. Stein und Faser. Achso, aber jetzt haben wir schon zwei gemacht hier. Okay, hier unten rechts dann die Q. Hier ist ein bisschen tricky. Binde. 10 Fasern. Lagerfeuer, 6 Holzstämme, Steine, 10. Unterschlupf. Respawnpunkt, okay. Fackelfeuer. Werkbank, Eisenstange, Müll. Okay, wissen wir schon, wofür wir Müll brauchen. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall noch eine Eisenstange. Verwendet, um Gebäude zu bauen. 2 Fasern. Okay, das ist wie Rust oder was? Ein Bauplan. Okay, okay, okay. 2 Holzstämme. Okay, wir haben jetzt aber eine Picke gemacht, oder? Eine Axt. Das heißt, wir könnten jetzt einen Baum umhauen. Warte, erstmal Kamera. Okay, wir können First Person gehen. Das ist natürlich schon nice. Aber jetzt ist natürlich die Cam viel, viel zu schnell. Aber wir gehen auf jeden Fall First Person. Steuerung. Dann gehen wir hier mal auf 35 runter. Ja, oder nehmen wir 37. Mir auch recht. Wow. So.
Boah, ist immer noch so schnell. Obwohl, der braucht manchmal ein bisschen, ne? Okay, also so schön wie das Menü war am Start, das UI ist jetzt nicht so wirklich geil, muss ich sagen. Erstmal hier unten, ich meine, wir können es ganz ausblenden, aber hier diese unten da mit diesen, also was hier ist, dieses Chat-Gedöns, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Okay, das können wir mit N ausblenden, das ist schon mal gut. Aber gerade hier diese farbigen Dinger da, weiß ich auch nicht. Was heißt der? Ich könnte jetzt schon eine Armbrust craften. So, was brauchen wir für Bolzen? Brauchen wir auch Fasern und Müll. Und Holzstämme. 10 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir machen können. Ich schmeiß einfach mal 30 an, wenn 30 Stück. Okay, wir können ja auch mal gucken, ob wir so einen umgefallenen Baum auch weghauen können. Können wir auf jeden Fall. Okay, ich kann jetzt noch nicht wirklich sagen, ob es farmlastig ist. Also ich fand jetzt so einen Baum, dass wir da auch gleichzeitig Fasern und so kriegen. Ging relativ zügig. Müll hatten wir hier auch noch genug liegen. Ja, 30 Bolzen haben wir am Start erstmal. Das ist doch okay. Armbrust haben wir auch am Start. Ach, wir haben sogar einen Bauplan, oder was? Den mache ich. Ich muss mal eben hier umsortieren. So, wir haben natürlich zwei Steinäxte, aber eine... ist ja gleich eh schon am Arsch. Auf, dann nehmen wir doch mal die 8 in der Hand. Mit verwendet, um Gebäude zu bauen. Buch aufheben und mit F öffnen. Okay, er macht gar nichts, ne? Ach, jetzt. Guck mal. Ist halt E. Anstatt F. Okay, bauen ist auf jeden Fall. Ja, schon auch so ein bisschen Rust abgekupfert. Aber auch hier, das muss anders. Das ist nicht schön, man erkennt das kaum, ne? Müssen wir echt irgendwo hin, wo dunkel ist. Da kennt man es ein bisschen besser. Okay, wir bräuchten Holzstämme, Faser, Nägel. Okay, aber ansonsten haben wir hier ein paar Optionen auf jeden Fall. Holz, Boden. Ja gut, bauen ist auf jeden Fall so standardmäßig. Geiler Sound, ey. Okay. Wir gucken jetzt mal. Was wir jetzt hier noch so haben. Ich wollte auf jeden Fall noch den Müll mitnehmen. So eine Flasche. First Aid Kit. Weil Müll scheint ja doch schon irgendwie wichtig zu sein. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal hier irgendwie um Lagerfeuer, oder? Brennstoff, Kochen, Inhalt. Da schalten wir es wahrscheinlich an. Habe ich denn jetzt noch ein Holz? Ja, Holzstamm. Hier ist der Brennstoff. Ah, okay, da kommt Brennstoff rein. Okay, pass mal auf, ich ernte mal hier so einen Pilz. Gesundheit, Hunger. Hunger, Durst. War das denn jetzt auch kochen irgendwie? Wow, jetzt habe ich es zerstört, oder was zur Kohle? Wow! Ja, I don't know, ob wir Kohle brauchen, ey. Okay, ich nehme die Pilze aber mal mit. Die geben uns ja Gesundheit und Essen. Und hier liegt noch ein First Aid Kit. Jude, wir befinden uns ja hier auf jeden Fall in der Safe Zone, wa?
Mutierter Bär. Okay. Okay, okay, okay. Was ich halt ganz interessant finde, ist, dass es halt drei verschiedene Maps gibt. Also ich denke, wir werden... Ja, ich werde euch die anderen beiden Maps auf jeden Fall dann auch mal einmal kurz so eine Folge lang zeigen. Ne? Wie gesagt, wir zeigen hier ein Spiel immer eine Woche. Also ich denke mir, ich werde hier so 5 Folgen machen, je nachdem, was uns das Spiel bietet. Und dann werde ich Folge 6 und 7 dann vielleicht einmal kurz die anderen Maps, dass man so einen kleinen Eindruck kriegt, wie das Szenario halt ausschaut. Ich weiß jetzt nicht, wofür wir das Campfire haben. Ich würde glatt sagen, für Wasser. Wir hatten ja hier 2 Wasserflaschen. Dieses Wasser ist verschmutzt. Okay. Ist mit Wasser schon drinne. Pass auf, dann probieren wir doch das mal. Mach nicht wieder. Er macht gar nichts, ne? Dieses Wasser verschmutzt, behandeln Sie es, bevor Sie es trinken. Zum Abkochen benötigen Sie 3-mal Schmutzwasser. Wow. Okay, das heißt, ich brauche 3 Flaschen. Okay, das ist sauberes Wasser. Okay, dann geht das hier mit Flaschen. Aber gut, wir haben einmal Wasser haben wir. Die Frage ist, komm, wir probieren es einfach aus. Wir hauen uns hier rein. Eine leere Flasche haben wir dann nicht. Also müssen wir hier nicht irgendwie Flaschen auffüllen, denke ich. Hunger haben wir 81. Weiß halt auch nicht, ob irgendwas verdirbt hier. I don't know. Faser nehmen wir mal mit. So. Jetzt packe ich hier noch den Müll ein und dann ziehen wir los, würde ich sagen. Diese komischen Fliegenpilze, die anscheinend gesund sind. Nehmen wir mit. Ein paar Faser nehmen wir mit. Okay, okay, okay. So, warte, wir gucken noch mal ganz kurz. Wir bräuchten Nägel. Ich denke, Nägel kriegen wir wahrscheinlich nur aus einer Forge, könnte ich mir vorstellen. Könnte man natürlich jetzt im Hauptmenü nachgucken. Die Frage ist... Können wir hier auch irgendwie aufs... Nein, können wir nicht. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man hier auf diese Datenbank hätte zugreifen können, die man im Hauptmenü hat. Naja, gut. Hier mit diesen Büchern gilt anscheinend auch nichts. Okay. Hier haben wir eine Farm. Hier haben wir Metal Deposit. Hier haben wir eine Farm. Boat Landing Place, Farm, Safe Zone und ein Sanddepot. Ich würde sagen, dann gehen wir mal zur Farm und zur Safe Zone erstmal so. Das ist so die grobe Richtung, würde ich sagen. Wir können uns auch mal die Armbrust angucken. Aua, die sieht aber auch schwierig aus. Da ist aber auch noch... Oh, eine Schnecke. Die kann ich nicht aufheben, oder was? Wofür habe ich denn jetzt getötet? Er haut aufs Holz drauf. Ja, das tut mir jetzt leid, ne, für die Schnecke. Was haben wir hier noch? Hier ist ein Dude, Alter. Warum liegt da die Armbrust sich nach? Ist sie jetzt schon nachgeladen oder was? Hält's auch ein bisschen komisch. Okay, ich kann mit ihm auf jeden Fall nicht interagieren irgendwie. Ich glaube eben mal den Kondensator und den Müll.
Naja, Juli, ich meine, macht's ein bisschen lebendiger, die Welt, aber. Natürlich schon schön gewesen, wenn man mit ihm interagieren könnte, aber. Aber jetzt. Weiß ich, ob man das benutzen kann. Wow. Hoch geht immer. Die Frage ist, wie kommen wir wieder runter? Die Frage ist, wie kommen wir wieder runter? Aber runter kommen wir immer, wa? Gut, hier oben ist auf jeden Fall nichts. Guck mal, wo der Pfeil ist von der Armbrust. Ist halt noch leicht buggy, würde ich sagen. So. Ja, der Pfeil ist trotzdem da. Achso, da sollen die wahrscheinlich im Köcher sein, oder was? Schwierig. Okay, da oben haben wir eine Farm. Warte, ich schieß mal, ob ich überhaupt schießen kann jetzt. Na gut, schießen kann ich trotzdem. Ah, okay, jetzt hat er auch richtig nachgeladen. Pfeile oder Bolzen sind auf jeden Fall weg. So viel wissen wir auch schon mal. Was ist denn, die wollte ich nur ausprobieren, ob man die ernten kann. Also. Ja gut, wenn man also einmal wechselt die Armbrust, seht ihr es, dann ist es direkt buggy. Okay. Alter. Definitiv töten. Da gibt es keine zwei Meinungen, Alter. Hüftrucksack. Okay, dadurch kriegen wir mehr Plätze. Okay, jetzt könnten wir uns eine Flasche Wasser machen. Läuft! Gut, verdursten werden wir schon nicht mehr. Ja. Ja, ruhig. Also Grafik, so Landschaft und so sieht mega aus. Was heißt mega, aber völlig okay. So Innengebäude, auch die Armbrust. Die Armbrust sieht halt irgendwie aus wie so eine Spielzeugarmbrust, wa? Er hockt da draußen hier und hat hier so eine. Hatte der auch Zähne? So eine komische Drecksbude, oder was? Okay, Essen und Trinken scheint schon mal nicht so das Problem zu werden in dem Spiel. Super. Oh, es lebt sogar noch. Schraubenbox. Nägel wären gut. Aber ich finde es schon mal gut, dass man auf jeden Fall in so alle Räume rein kann und so.
Dass halt überall irgendwie ein bisschen Loot da ist, das ist schon ganz schön. Wenn es auch nur Essen ist. Alter. Ja, was das mit den Tieren soll, dass man die halt irgendwie töten kann, aber nicht irgendwas mit anfangen kann, weiß ich noch nicht. I don't know. Vielleicht brauchen wir da auch erst ein Messer oder was, ich weiß es nicht. Aber gut, Leute, wir sind schon wieder über die Zeit hier mit 31 Minuten. Was ist da los? Das war die erste Folge. Ich bin gespannt, was noch passiert. Wie es hier noch ein bisschen weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Natürlich wie immer gerne eure Meinung. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Survival-Woche mögt. Ja. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Tschüssi.